Hallo zusammen, ich habe hier einen Container, den haben wir umgebaut zur Kadaversammelstelle. Wir sehen hier, haben wir einen Wasseranschluss und dann Kaltwasserüberdruckventil, wenn irgendwas mal wäre. Und hier die Warmwasserversorgung. 50 Liter Warmwasser, das ist das, was hier reichen muss. Und auf der anderen Seite, ohne Elektrik, also hier sitzt die Kühlmaschine, hier unten ist der Anschluss, das Ding läuft rein auf 230 Volt. Hier hängen die Kabel noch rum, das sollte aber noch kommen. Hier haben wir ein Rivacold-Kühlaggregat für die Kühlung von diesem Kadaver-Kühlraum. Jetzt sind wir auf der Rückseite. Hier haben wir ein kleines Vordach, dann Türkontaktschalter und hier die Türe in den Vorraum. Wir stehen hier im Vorraum und hier habe ich ein Lavabo zum Reinigen von irgendwas, warm, kalt Wasser und was zum Abtropfen. Dann hier ist die Bedienung der Kältetechnik, also mit der Temperaturanzeige. Dann kommt hier eine zweite Türe. Und hier unten sitzt eine Heizung. Hier sitzt der zweite Raum. An der Decke hat es zwar Licht, funktioniert nicht, weil das hängt mit dem Kühlaggregat zusammen. Links hängt ein Schlauch und unten ist ein Bodenablauf drin und hier ist dann die zweite Türe für die Ablieferung oder für das Rausnehmen von den Behältern mit den Kadavern. Ja, hier ist diese zweite Türe, auch mit Türkontaktschalter, ohne Türe noch. Und hier so ein kleines Dach, dass es nicht hinten in die Türe reinregnet. Ja, und hier wieder vor dem Boiler, wir sind jetzt rum und herum gelaufen. Dieser Container, wir machen ja viele Kühlcontainer, dieser Kadaverkühlraum, der wird nicht vermietet, oder doch, eigentlich vermietet und dann für einen Restwert von einem Franken nach Mietdauer abgekauft. Also ist eine Finanzierung ganz einfach. Hier mache ich euch einen Link auf einen Kühlcontainer, den wir bauen oder vermieten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.